Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Legenden Arceus. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu der neuen Folge zu Pokémon Legenden Arceus, ne? Ja, beim letzten Mal haben wir die drei Banditenschwestern verkloppt, beziehungsweise eine davon. Das Ding da, das wirkt mir so mega verdächtig. Ist aber tatsächlich nix. Okay. Überraschend. Ist einfach nur ein Strich in der Landschaft. Hier beim Bossvieh ist direkt eine Nebenquest. Ich hoffe, ich kann die vorher annehmen. Ja, ich bin der vom Forschungstrupp. Oh, die wollen hier eine Basis errichten. Ja, da helfe ich doch gern. Nicht bei der Richtung der Ödnisbasis. Wo wäre das denn? Nebenquest. Ich will nur wissen, wo das wäre. Ein prächtiger Pilz. Da! Wo wäre das? Da drüben. Ich will mal da hingehen und einfach nur schon mal wissen, was ich dafür bräuchte. Natürlich nehme ich die Azurglanzsteine mit. Ich nehme mal kurz Kadabra. Ach, Skunkapus, die habe ich so schnell RIP. Wenn es nur die Skunkapus sind, dann kann ich das eben schnell machen. Ist aber nicht sehr nett. Nur weil das Stinktiere sind. Müssen sie gleich stinken. Muss ich jetzt jeden einzeln bekämpfen? Es sind drei gleichzeitig. Oh, ich habe was übersehen. Die sind ja auch Unlicht. Wir spulen mal eben kurz zum Ende vom Kampf, weil wir kennen Skunkapu schon. So, der Kampf ging relativ schnell. Ich habe einfach dreimal Luftschnitt gemacht und sie waren alle RIP. Also es ging wirklich schnell und easy. Und wenn das jetzt alles war, damit ich hier ein Lager habe, dann war das eigentlich recht praktisch. Also kann mich da nicht beschweren. Ach ja, im Übrigen, das habt ihr nicht gesehen, aber in der letzten Folge... Da oben auf dem Berg war auch noch ein Schlob, das habe ich auch noch gefangen. Und offscreen habe ich auch noch einen Carpador irgendwie gekriegt. So, jetzt habe ich hier auch noch eine Basis, ist auch wunderbar. Jetzt können wir uns der Hauptquest widmen. Einem weiteren Bosskampf. Ich wollte nur die Basis haben. Ich bin bereit. Okay. Noch ein Reit-Pokémon. Ah, ist halt wirklich eine Weiterentwicklung, glaube ich, von Ursaring. Warte mal, hier, damit ihr es besser seht. Ah, okay, ich darf es nicht fangen. Ein Ursaluna. Da kann ich bestimmt Felsen zertrümmern. Einmal kurz gucken, welchen Typus gehörst du überhaupt an. Boden normal. Das ist ein Boden-Pokémon. Ich würde hier Aquana reinwechseln, aber es hätte Probleme. Oh, ich habe eigentlich Blattwerk noch drin. Ich glaube, Blattwerk brauche ich gar nicht mehr. Es nutzt seinen einzigen Zug, um Kulleraugen einzusetzen. Oh, es kann einen Doppelt angreifen.
Ja gut, mit dem Fangen ist ja eh einfach, ich fange mir ein Pokémon, also ein Ursa-Ring oder hier ein Pandir. Nee, wie, ich weiß nicht mehr, wie das ganz kleine hieß. Aber das kann ich mir einfach einmal kurz fangen, hochnehmen und dann habe ich eine Ursaluna. Es gab recht viel Erfahrung und nach daran sogar eine neue Attacke gelernt. Ein Toxitilger. Okay. Es hat nicht geleuchtet. Okay. Das war nicht so in Rage wie das andere. Also war das noch nicht wirklich ein Bosskampf. Aber er ist wahrscheinlich trotzdem ein Partner geworden, das Vieh. Okay. Ja, jetzt kriege ich einfach Ursaluna oben drauf, ne? Womit ich halt die Felsen zertrümmern kann. Oh, eine Erdtafel. Noch eine Tafel für Arceus. Oh, es kann graben. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Okay. Das funktioniert erst, wenn da so ein Ausrufezeichen ist. Da drüben wäre offenbar was. Ah ne, da reagiert's. Also man muss schon ein bisschen suchen. Welche Richtung schlägt's aus? Da. Hab was gefunden. Was kriegt man dafür? Das interessiert mich brennend. Ein altes Gedicht? Ja, warum nicht? Lesen wir es mal. Hinfort trägt der Strom der Pokémon-Gebeinen und gleichsam auch die Gedanken mein. Dem Meer entgegen geht die Reise, die Welt umkreisen sie auf ihre Weise. Drum nenne mir die Zahl der Knochen, die ihn vorgetragen, schon der Fluss. Okay, das hat sich nicht gereimt. Und die Zahl jener, die noch gehen muss, denn stets ward auch mein Herz gebrochen. Hallo, wenn du ein Gedicht schreibst, dann reime nur bitte. Aber Ursaluna kann nicht sprinten. Ach, man kann auch mittendrin einfach wechseln. Ist ja auch interessant. So, wo muss ich jetzt hin? Eine Raumzeitverzerrung bahnt sich an. Wollen wir sowas auch mal machen? Wenn sowas schon in der Nähe ist. Da vorne, guck da. Ich will das unbedingt einmal machen. Das wurde schon mal gezeigt, aber ich bin extra nicht reingegangen, weil das offscreen war. Das ist ein Janma. Janma wurde nicht gefangen. Janma ist aggressiv.
So, und jetzt kann man hier ganz tolles Zeug finden, hieß es. Warum versuche ich mich mit dem Nebulak hier zu streiten? Ob es gefangen werden will oder nicht? Sternstaub, Glanzstein und Eisenbrocken. Ich versuche gerade das Besondere in dieser Zone zu finden, aber irgendwie außer dem Optischen ist hier jetzt nichts besonders. Ist ein bisschen schade. Vielleicht, wenn ich kämpfe. Kämpfe mal gegen einen Nebulak. Bin ja eh komplett im Vorteil vom Typus her. Standpauke! Einmal mal gucken, vielleicht droppt es irgendwas Spezielles. Oh, es droppt Leistungssand. Ach, jetzt ist das erst aufgetaucht. Okay, jetzt sieht's. Hier ist ein Porygon. Warte mal. Und hier ist ein Evoli. Ich bin zu doof, das Evoli zu fangen. Ich will euch beide eigentlich fangen. Flamara, damit kann ich mir einen Feuerstein sparen. Wieso schiebt es das Evoli nach vorne? Ich mach mal trotzdem Rucksack-Hieb. Eigentlich sollte ich erst auf das Evoli gehen, ne? Damit das Schwache weg ist. Aber cool, so habe ich demnächst wieder zwei mehr von denen. Ich muss mal ein bisschen mehr Power einsetzen. Standpauke! Bitte stirb nicht, Flamara! Ah, okay, es ist schwächer geworden. Von Kraft her. Das ist schon mal gut. Und Evoli macht nicht mal was. Das ist noch besser. So, ruckzuck, dann sollte ich Flamara fangen können. Es hat so ganz knapp überlebt. So, Flamara, bitte komm in mein Team. Ach, im Übrigen, diese Irrlichtquest, das war ein Pampflamm, das habe ich auch gefangen. Ja, und Evoli ist easy. Ich habe euch, glaube ich, noch nie gezeigt, wie ich einen Evoli bekämpfe, also lasse ich das mal drin. Spukball funktioniert hier nicht. Wir machen mal eine starke Version einer Standpauke. Und hoffen, dass es nicht drauf geht. Nee, das überlebt das locker. Ich kann sogar nochmal eine Standpauke machen. Aber diesmal natürlich keine starke Version. Ja, zwei Evolis. Dann mache ich aus dem hier einen Cyana. Nach Möglichkeit. Welche Evolis fehlen mir dann jetzt noch? Glaziola, Fulipurma und Blitzer, meine ich. Ey, was die Evolis angeht, was ich richtig cool fände, wenn die mal so einführen würden, dass es wirklich von jeder Evoli-Version, also von jedem Element eine Version gäbe. Also beispielsweise so ein Gesteins-Evoli, ein Drachen-Evoli. Ich weiß, es ist schwer umzusetzen, aber es wäre mega cool. Ach, wahrscheinlich gibt es nur hier diese Stückdinger. Hier sind auch nochmal Popo-Stücke. Eva-Kraut kann ruhig weg. Ich sammle hier jetzt mal ein bisschen. Ey, hier kann man ja richtig Geld machen. Wie viel Sternenstaub hier einfach rumliegt. Und auch noch ein Sternstück. Okay, mir gefallen diese Orte. Nutze ich gern öfter aus. Wenn man hier so viel von diesem Spezialzeug findet. Und halt hier auch so gut Geld machen kann. Evoli, bitte, hab mich nicht bemerkt. Dann kann ich dich nämlich easy fangen. Nein, warum hat sich weggeportet? Ist doch gemein. Hätte sich nicht weggeportet, hätte ich es gefangen. Alter, hier spawnt halt durchgehend hier dieses Zeug.
Ich glaube, ich fahre mir jetzt noch ein bisschen. Aber ich cutte den Rest jetzt mal raus. Also, bis gleich. So, Leute. Ich habe jetzt hier das Gebiet gemacht, solange das da war. Und habe richtig viel erfahren können. Da sehe ich noch ein Pokémon im Wasser. Ist, glaube ich, ein Schmerbe, wenn ich es richtig sehe. Ja, daneben geworfen. Ja, also ich habe mir noch ein Evoli erfarmt und habe mir hier natürlich die Sternstücke bzw. ein paar von diesen Indigo-Grünstücken geholt. Ich weiß nicht, ob man das hier einfach nur verkaufen kann oder halt irgendwo eintauschen kann, weil bei Pearl, wo es die gab, konnte man die irgendwo eintauschen. Ich bewege mich mal ein Stück. Oh, guck mal, ein Teddiosa, das war's, was ich gesucht habe. Nein, ich wollte nicht kämpfen. Ach, egal, dann kämpfen wir gegen Teddiosa. Und hoffen einfach mal, dass es keine Kampfattacke kann. So, ruckzucki! Polygon konnte ich leider nicht fangen, hat irgendwie nicht funktioniert. Ja, Teddiosa ist ein Pokémon, das flüchtet, toll. Ah, ich habe trotzdem eins gefangen, sogar auf Level 28. So, jetzt würde ich tatsächlich einmal gern zum Dorf zurückgehen. Ich habe jetzt hier die beiden Basisen. Weil ich mir gut vorstellen kann, dass ich den nächsten Mitgliedsrang erreiche. Und eine verbesserte Version vom Federball wäre schön. Inkognito! Na! Das war ein Pokémon, ja. Das Vieh hat so viele verschiedene Pokémon-Formen. Oh, ein Abschnitt speziell nur für Inkognito. Die Inkognito-Notizen. Drückst den Y-Knopf, wenn du die Pokémon-Dex-Übersicht siehst, um auf den Inkognito-Forschungsnotizen. Okay. Einmal mal kurz gucken. Okay. Eine. Wie. Ja, ich übersetze mir das später. Ich habe jetzt nicht wirklich Lust, das zu übersetzen. So. Gehen wir mal alles ab. Dann seht ihr sogar, was ich gefangen habe. Obwohl doch, ich scheine irgendwann einen Polygon gefangen zu haben. Wann habe ich einen Polygon gefangen? Egal. Ich hab's. 8000 Geld. Ich habe auch Skin übrigens auch einmal in die Tasche investiert, ne? So, Mitgliedsrang, ja, nein. Nein, da fehlen noch 170. Ich werde jetzt ausgehend trotzdem einmal ins Dorf zurückkehren. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir machen hier dann beim nächsten Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!